Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Woodlife. Ja, ich habe ja schon in meiner Craftjack-Folge heute angekündigt, dass es jetzt etwas durcheinander immer alles kommen wird. Aber da ich gerade einfach Bock habe auf dieses wunderschöne integrierte Gameplay, dachte ich, ich bringe heute einfach dreimal Minecraft. Skate kommt dafür einfach morgen wieder. Ist das ein Deal? Alles klar, dann können wir das so machen. Hier haben wir unsere Hühnchen. Inzwischen sind es schon drei an der Zahl. Ich habe tatsächlich jetzt nicht offscreen irgendwie gespielt oder so. Ich möchte gerade einfach sowas wie ein Let's Play machen. Erinnert ihr euch noch, als Let's Plays waren und man einfach gespielt hat, ohne dass man offscreen was vorgebaut hat? Wo man einfach ohne Schnitte... Ihr kennt das noch? Ja, cool, genau das habe ich vor. Woodlife bietet sich einfach so schön an und ich chill hier mein Leben und so. Und deswegen, ja, cool. Ich möchte auf jeden Fall ein Burger-Restaurant aufmachen. Nee, ich weiß es nicht, aber ich möchte mal ganz kurz gucken. Es gibt nämlich so viel Burger... Okay, der gibt nur 3, aber irgendwie ganz viel so. Der gibt 3,5. Bacon Mushroom Burger, Alter. Übertrieben. 5 Hungerkeulen und 5 nochmal. Was ist der beste Burger, frage ich mich. Nochmal 5, aber weniger hier. Das ist nur 5,5. Ich glaube, Bacon Mushroom Burger ist tatsächlich der beste Burger, den es gibt, oder? Ich muss da gar nicht draufklicken, um das zu sehen, sehe ich gerade. 5 und 5. Bacon Mushroom Burger. Ja, Bacon Mushroom Burger ist also der beste Burger, den es gibt. Gucken wir mal schnell, was man dafür benötigt. Also Mushrooms können wir ja irgendwie züchten, denke ich mal. Gibt sicher eine Möglichkeit. Dann benötigen wir Cooked Pork Chuck oder Tofu. Ich denke, Tofu können wir ja tatsächlich easy herstellen, soweit ich das weiß. Und ein Cheeseburger. Okay, also es ist schon ein ziemlich krasser Crafting-Prozess, sage ich mal. Aha. Alles klar, man braucht schon einige Dinge. Man kann die aber auch alle schön mit Tofu machen. Das heißt, man braucht nicht unbedingt Fleisch zu. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie wissen, wie man Tofu herbekommt. Ich versuche es jetzt einfach mal hier in der Folge rauszufinden, sonst werde ich das einfach offscreen rausbringen. Barbecue-Tofu, Alter, es gibt so viel geiles Essen. Alter, es ist doch einfach übertrieben geil. Da machst du wahrscheinlich, ja, es ist so cool. Ich kann das den ganzen Tag machen. Braucht man wahrscheinlich irgendeine Maschine oder irgendwas für. Gut, lassen wir mal lieber beiseite. Heute möchte ich gerne ein bisschen Ordnung machen. Ich dachte, das ist für so eine zweite, oder ja, das letzte war nur ein Zusammenfassungsvideo. Für eine zweite Folge ganz cool. Das Feld haben wir ja schon, wir müssen es eigentlich nur noch bestellen. Aber dafür brauchen wir irgendwie ein bisschen Ahnung. Das heißt, ich werde tatsächlich nochmal Holz hacken müssen. Ich dachte irgendwie, dass wir darum jetzt drum rumkommen. Aber ich glaube, ich habe kein Holz mehr, weil was sagen eigentlich meine Sticks? Ich habe ja ganz viel... Zeug hergestellt in meinem Komposter. 51! Nice! 53! Das könnte sogar schon sein, dass wir jetzt annähernd so viel haben, wie wir benötigen. Das wäre natürlich richtig cool. Ich stehe da drauf. Einfach zack und zack. Einfach alles, das ist einfach dieses Easy Crafting ist so cool. Das ist krass, ne? Wie dunkel es wird, bevor man schlafen gehen kann. Das ersetzt einfach alles, was wir bis jetzt hatten an automatischem Grafik und so weiter. Tatsächlich ist irgendwie so ein bisschen Life in the Wood das, was ich mir von Blightfall gewünscht hätte. Gerade. Es macht einfach Spaß. Es ist toll. Und Spark ist natürlich auch dabei. Das heißt, falls er meine Frau braucht, ich bin natürlich am Start und nehme all sein Geld. Lassen wir das beiseite. Ich muss nochmal ein bisschen Holz hauen. Allerdings nicht allzu viel, denn wir bauen jetzt nochmal ein paar von denen. Und da braucht man ja Gott sei Dank nicht so viel. Ich habe hier alle möglichen Sachen gecraftet. Ich zeige euch auch gleich, wie geil das ist, wenn wir das erste Holz haben. Also wie geil das ist, wenn man hier einfach irgendwelche Sachen zusammencraftet. Vorausgesetzt, ich finde irgendwas, aus dem ich Sticks herstellen kann. Ah ja, hier haben wir noch ein zweites. Wir haben sogar ein bisschen Holz. Ja, ich zeige es euch gleich. Wir machen jetzt erstmal noch schnell. Wieso habe ich nur 2 Eisen? Ich bin behindert, sage ich euch. Heute bin ich ein bisschen behindert, weil die anderen 2 Videos heute schon gesehen hat. Der weiß, dass da leider ein bisschen was dran sein könnte, haben, tun, tute. Wir bräuchten mal so einen richtigen Wald hier. Ich würde gerne ein bisschen den Life in the Woods Wald hier auseinanderholzen, weil das ist einfach ein bisschen effizienter, aber eigentlich passt es zu der Savanne besser abgeholzt zu werden. Und soweit ich das weiß, pflanzen sich die Bäume in diesem Modpack ja auch selbst nach. Ich habe das jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube es. Ich habe da zumindest was gelesen. Genau, die pflanzen sich selbst nach. Cool, dann können wir ja auch im Wald fällen gehen, wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere. Das bedeutet, wir sind ein bisschen schneller. Gartensoil, also das, was ich gerade aus dem Komposter herstellen lasse, hat auch den tollen Vorteil, dass wir damit, dass es nicht mehr getrampelt werden kann. Also es kann nicht mehr kaputt getrampelt werden, was wir damit an Feldern anlegen, was natürlich super cool ist. Weil das bedeutet, dass diese kleinen Grillen und alles, und ich habe schon gemerkt, dass irgendwie jeder die hasst, also war wirklich eine gute Idee, die einzufügen, dass diese kleinen Grillen und alles
natürlich alles kaputt trampeln, wenn man nicht aufpasst. Außerdem wächst es auf Gartensoil schneller. Also es gibt tatsächlich nur Vorteile für mich, warum ich das verwenden sollte. Woodlife als sich, als Modpack, hat tatsächlich auch nur irgendwie einen Nachteil. Es ist halt eine wunderschöne Erweiterung von Minecraft, das ist klar. Wo ist meine Axt? Habe ich die weggelegt? Ich hatte sie gerade noch im Inventar. Ach, jetzt ist sie da. Dankeschön. Ach ja, manchmal, ne? Ich kann ja sogar erzählen, wo der Bug herkommt, weil das ja aus Inventory Sorting kommt und ich den Mod ja bis aufs Detail auseinandernehmen musste, weil ich ganz viel Funktionalität davon, zugegebenermaßen in der vereinfachten Form, aber grundsätzlich ganz viel Funktionalität davon ja auch selbst in Crafting Keys verwende. Fun Fact, Crafting Keys könnte ich hier einfach reinziehen und würde instant funktionieren. Das ist ziemlich cool. Nee, also Woodlife hat an sich, was ist das denn für ein geiler Baum? Eins. Cypress Log. Ich nehme das einfach mal mit. Hoffentlich gibt es da auch Setzlinge von, sonst mache ich gerade irgendwie einen ganz besonderen Baum kaputt. Aber ich denke, das wird schon werden. Life in the Woods hat so gesehen nur den einen gravierenden Nachteil, dass es seinen eigenen Launcher hat. Und das nervt wie Sau. Ich hasse es, wenn jeder Scheiß seinen eigenen Launcher braucht. Es hat einfach keinen weiteren Zweck. Das hätte man ohne Probleme, wenn man nicht mit Vize... Was sind denn das für Bäume, ey? Arbeiten will, könnte man das einfach ohne Probleme als auf... Sag mal, auf was lasse ich mich da gerade ein? Ich lasse mir jetzt hier gerade den größten Baum in der Umgebung fällen. Okay, so groß ist der doch nicht. Aber groß genug, dass ich mich hier seitlich hochbauen werde. Hoffentlich ist das jetzt nichts Besonderes. Also ich meine, ich kenne mich mit den Bäumchen hier nicht so aus, aber wir sind hier gerade auf keinem Grundstück oder so, wo ich denen jetzt gerade ihren wertvollen Baum kaputt mache. Das also auf jeden Fall nicht. Und vielleicht kriegen wir hier Setzlinge raus. Das fände ich irgendwie cool. Sonst habe ich halt einen der Bäume hier gekostet, aber hier gibt es so viele davon. Ah, war das ein Setzling? Nee, das war nur ein Leaf. Ach so. Das ist aber nett. Ich dachte, da kommt irgendwie noch ein bisschen mehr. Da haben wir es ja uns tatsächlich um wenige Blöcke nur nicht geschafft, hochzubauen. So, jetzt machen wir irgendwie noch zwei Bäume, dann gehen wir aber zurück. Denn dann möchte ich euch zeigen, wie cool das mit dem Easy Crafting Table ist. Ich weiß, ich habe irgendwie noch nicht so viele Easy Crafting Tables gesehen in dem Projekt. Das kann aber gar nicht sein. Weil das ist ja... Also, oder es ist nicht bekannt, dass es das gibt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, das ist bekannt, dass es das gibt. Also mal ehrlich. Ich kriege da gerade keine Setzlinge von dem Baum. Ich würde aber gerne zumindest irgendwie einen mitnehmen, damit wir auch auf unserem Grundstück vielleicht so zwei Zypressen oder was auch immer das jetzt hier... Das sind wahrscheinlich Zypress. Achso, das sind die Setzlinge. Und ich habe eine Avocado bekommen, woher auch immer. Woher kriegt man Avocado? Ich verstehe das nicht. Ich kenne mich leider mit Avocados nicht aus. Ich habe in meinem Leben erst einmal eine gegessen. Ohne Scheiß, habe ich wirklich. Und ich fand es jetzt nicht so überragend, dass ich gesagt hätte, yo... Das brauche ich jetzt mehr in meinem Leben. So, wir nehmen noch ein bisschen hiervon mit. Dass wir uns neuen Saft herstellen können. Also, Holz haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Fast einen, ich bin behindert, sagte ich das schon. Fast einen Stack. Das bedeutet, dass wir, nehmen den Juicer mit, dass wir jetzt zurück zu mir gehen. Jetzt hämmert der. Der Typ, der früher noch gebohrt hat, der ist jetzt inzwischen am Hämmern, ne? Falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich will auch Apfelbäume und einen Weg und alles. Dirt? Ja, nur gechisselter Dirt. Ein Glück, dass ich schon einen Chisel habe. Und das hier drüben waren... Bambu. Kann man da draufhauen? Okay, hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Was kann man da draus machen? Krass. Das ist ein Baumaterial. Ein grünes Baumaterial. Das ist ja cool. Hoffentlich wächst es wieder hoch. Ich bin so richtig der typische Sturmwaffel gerade. Keine Ahnung vom Modpack, aber einfach mal Spaß haben. Das ist genauso wie er irgendwie gefühlt jede Markfolge gefüllt hat. Aber das ist okay. Ich hoffe, ihr überlebt das. So, ein bisschen noch hiervon geholt. Jetzt zeige ich euch das mit dem Easy Crafting und warum das so cool ist. Einmal hier drauf geklickt und zack. Das ist jetzt alles, was ich theoretisch hier raus herstellen kann. Auch Möbel und allen möglichen Kram wird mir einfach angezeigt. Keine Ahnung, wie man das herstellt, muss ich eben auch nicht wissen. Macht das Ganze extrem angenehm, gerade eben auch wenn wir fortgeschrittenes Essen herstellen. Du musst nur wissen, welche Grundzutaten du brauchst. Brauchst deine Liste und dann kannst du einfach draufklicken. Das ist irgendwie cool, weil der auch Zwischenschritte automatisch mit einberechnet und so weiter. Das kommt jetzt natürlich für ganz viele Sachen zugute.
Was ich jetzt aber benötige, sind die großen Oak-Traw-Dinger, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, wir werden jetzt einige davon herstellen. Gibt es in zwei Varianten, macht aber irgendwie gar keinen Unterschied. Was sind denn das hier? Das sind auch Oak-Traw. So sehen die dann in echt aus. Okay, alles klar. Oak-Drawers. Ja, machen wir einfach mal wirklich ein bisschen. Das sollte jetzt theoretisch mein Holz aufbrauchen. Aber bis jetzt sehe ich noch nichts davon. Das kann nicht sein. Was passiert hier schon wieder? Ah ja, okay. Der Server hängt. In Wirklichkeit habe ich die gerade gar nicht. Ich relog einfach mal. Das ist irgendwie ein bisschen... Ist gerade der Server abgeschmiert oder was? Nö, der Server ist noch online. Theoretisch. Ach, guck mal. Gut. Jetzt sieht schon ein bisschen anders aus. Also, der hat jetzt offensichtlich mein ganzes Holz da rein verwandelt. Bin mir jetzt aber auch gar nicht sicher. Wir werden jetzt einfach mal diese Wand hier noch erweitern. Einfach damit ich auf jeden Fall einen... Fuck. Damit hatte ich irgendwie gerechnet, dass das schief gehen könnte. Damit ich auf jeden Fall einen Überblick habe, was ich eigentlich alles besitze. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was ich besitze. Und ich hätte gerne einfach einen kleinen Überblick, was wir hier so haben. Deswegen werde ich jetzt einfach mal anfangen, die ganzen Samen hier einzuordnen. Und das ist irgendwie extrem dunkel hier. Wird aber auch nicht heller, wenn man das gegen die Sonne stellt. Gut. Wir holen mal jetzt hier irgendwie in eine Truhe, muss ich jetzt alles reinmachen, was ich besitze so. Also wir haben auf jeden Fall genug hergestellt. Das ist auch eine Sache, wo ich mir sicher gehen wollte. So und so. Und dann versuche ich einfach mal mein Inventar komplett mit Samen zu füllen. Das wäre jetzt so das nächste Ziel. So, Schwert brauchen wir trotzdem. Das ist eins, das ist das. Eier können wir auch einfach mal dazu nehmen. Ist ja auch irgendwie so eine Ressource. Das heißt, Eier können wir nicht anpflanzen. Nee, Eier kommen da nicht rein. Alles, was man anpflanzen kann, bitte. Natürlich auch alles mit Seeds und so weiter. Das brauchen wir einfach mal kurz sowas wie eine Ordnung. Das ist nicht ganz einfach, aber wir kriegen das irgendwie hin. So, haben wir das schon. Ich nehme jetzt tatsächlich irgendwie mal richtig straight. Einmal durch Berry Garden. Das kann man alles nicht gebrauchen. Brokkoli. Brokkoli, Mustard. Okra haben wir schon. Onion haben wir noch nicht. Onion Seed. Seeds will ich eigentlich keine nehmen, weil Seeds kann man ja easy herstellen. Mustard Seeds sind demnach auch nicht relevant. Avocado kann man nicht anpflanzen. Zucchini haben wir noch nicht. Zucchini haben wir hier. Chili Pepper. Raspberry haben wir schon. Peas haben wir. Haben wir Peas? Ich sehe das gerade gar nicht. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Sugarcane haben wir schon. Spice Leaf haben wir noch nicht. Das dürfte ich, glaube ich, alles haben, was wir drin haben. Raspberry Seeds. Hier haben wir Raspberry. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles, was in dieser Truhe drin ist. Tomato. Weizen. Wildflower. Tea Leaf. Kann man das Zeug anbauen? Kann man Tee draus machen? Ich stehe auf euch. Dwarf. Plas. Snowberry. Das ist ein Berry Bush. Okay. Zucchini, wir haben eine Turtle irgendwo her. Frosch, Krabbe, Brokkoli haben wir schon. Bohnen. Kartoffeln haben wir noch nicht. Brokkoli haben wir aber auf jeden Fall schon, oder? Ja, haben wir. Cantaloupe oder was auch immer das ist. Ich hätte gerne mal ein deutsches Magenta Dye, wo auch immer wir den her haben. Rice Seed, auch so eine Sache. Reis habe ich irgendwie nie geschafft herzustellen, aber Rice Seed habe ich. Okay, damit haben wir auch die Truhe. Jetzt gehen wir schnell schlafen. Okay, kann man noch nicht. Das sieht so dunkel hier einfach aus. Tea Seed. Das heißt, Tea Leaf ist tatsächlich etwas, was man herstellen kann. Okay, dann nehmen wir das Tea Leaf mit hier rein. Ich dachte, das wäre einfach nur... Okay, alles klar. Wir können immer noch nicht schlafen. Hier. Bambus. Weiß ich nicht, ob man den anpflanzen kann. Interessiert mich jetzt auch relativ wenig am Anfang. TC, Zobern, PC, Zucchini, Celery? Weiß ich nicht, ob wir es schon haben. Aber ich will keine Seeds mit reinnehmen. Ich will echt nur die Pflanzen an sich haben. Jetzt können wir aber schlafen gehen. Kurz mal Ordnung schaffen, Leute. Am Ende der Folge kann man das auf jeden Fall machen. Weil dann kann ich mich einfach ein bisschen besser orientieren und weiß ein bisschen so unseren Stand. Das ist noch was, was wir noch nicht hatten.
bei so viel Zeug den Überblick zu haben, ist so hart. Mustard Seed, Bell Pepper Seed. Einverstanden. Dann haben wir hier noch den Mustard drin, den ich gerade eben gekonnt ignoriert habe. Weil das ist, glaube ich, das Endprodukt daraus. Ne? Oder? Ich check das gar nicht. Was ist der Unterschied zwischen Mustard Seed und Mustard Seed? Den einen kann man essen, den anderen nicht. Alles klar. Check ich nicht. Und dann haben wir die Kiste hier noch, die haben wir ausgeplündert. Jetzt haben wir noch die Kiste hier hinten, da ist auch nichts mehr drin. Das heißt, es dürfte jetzt theoretisch alles an Essen sein, was ich habe. Alle verschiedenen Sorten. Wobei ich mir jetzt wirklich nicht sicher bin. Also wir versuchen das jetzt einfach mal hier so. Ach, hier habe ich auch noch. Hallo. Was mit der Blank Hand, okay. Wir machen das mal leer. Okay, jetzt muss ich das irgendwie hier einordnen. Ich würde einfach sagen, alles rein, alles rein, alles rein. Wir machen jetzt einfach Ordnung. Ist zwar das halbe Leben, aber in dem Fall ist es mir... Vielleicht sollte ich nicht auf der Höhe anfangen, fällt mir gerade ein. Muss ich das jetzt wirklich Stück für Stück wieder rausholen? Ah nee, okay, so geht das auch. Wir machen es anders. Wir fangen hier unten an. Auf der Höhe. Dann sehen wir wenigstens, was wir machen. Das war jetzt aber zweimal dasselbe, ne? Genau. Also können wir das wieder rausholen. Und hier reintun. Sehr schön. Einfach ein bisschen gerade versuchen zu verstehen, was wir alles haben. Würde, glaube ich, den ganzen Prozess ein bisschen leichter machen. Ordnung fange ich jetzt gar nicht erst an. Ordnung kann man immer noch später machen. Aber zumindest mal alles irgendwie hier mal gesehen zu haben, macht es, glaube ich, erheblich leichter. So, das hatten wir noch nicht, das hatten wir noch nicht. Huch, das hat gerade gut gebuggt, alles klar. Da haben wir jetzt wieder eine Verdoppelung. Das hier gehört nämlich tatsächlich dahin. So, genau. Sehr schön, okay, das wird schon, das wird schon. Ich muss einfach nur gucken, dass ich irgendwie einen Überblick behalte von dem, was ich hier gerade mache. Apfel kann man hier noch dazu... Was ist das? Ich muss, glaube ich, Inventory Tweaks rausnehmen. Das ist ja dermaßen nervig. Okay, jetzt stimmt's wieder. Tomato Seed, alles klar. Rye. Was ist Reis? Brokkoli haben wir hier drüben schon. Beans. Bell Pepper habe ich hier schon. So langsam bekomme ich einen Überblick. Onion haben wir noch gar nicht. Peas. Haben wir... Ne, das hier sind Peas. Aha! Ich lerne, Leute. Ich weiß zwar nicht, was die Dinge auf Deutsch bedeuten, aber ich lerne. Jetzt haben wir hier noch... Die hier kennen wir. Jetzt fangen wir eine Reihe oben an. Okay. Und jetzt haben wir nur noch die. Warum genau kann ich die jetzt hier nicht dazu reinlegen? Weil es was anderes ist. Oh Gott. Das hätte ich aber auch sehen können. Okay, gut. Jetzt haben wir tatsächlich eine Ordnung. Wir haben jetzt hier alle Früchte, die wir bis jetzt gefunden haben. Das ist sicherlich schon mal ein Anfang. Ich weiß nur nicht, was und wie und sowieso. Aber es ist sicher ein Anfang. Jetzt gilt es natürlich, den ganzen Rest noch einzuordnen. Vielleicht mache ich das auch einfach offscreen. Vielleicht habe ich ja die Zeit. Vielleicht habe ich jetzt auch noch irgendwas übersehen. Aber grundsätzlich sollten wir jetzt irgendwie alles einmal drin haben. Das heißt, ich kann dann tatsächlich hier eine Ordnung erstellen. Wir brauchen jetzt natürlich noch irgendwie, ich meine mal ganz rechts hier. Weil hier ist natürlich das Allerwichtigste. Brauchen wir ganz oft davon. Das ist momentan einfach mein Standardnahrungsmittel. Ja, das ist halt so. Das passt. Gut, dann ordne ich das irgendwie ein. Avocado haben wir noch gar nicht, obwohl es auch sowas ist. Damit ich hier einen Überblick habe, was ich habe. Und dann werden wir versuchen, die Sachen, die wichtig sind, gerade eben für meine Burgerherstellung, ja. Werde ich versuchen, die Sachen, die wichtig sind, zu vervielfältigen, damit wir ein bisschen weiterkommen. Weil ich denke, Essen ist hier auf jeden Fall der Anfang, mit dem man arbeiten sollte. Und wenn wir das schon mal haben, sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Okay, damit sage ich, liebe Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns die Tage irgendwann wieder. Mal sehen, wie ich Lust und welche Videos ich mache, haben, tun. Bis bald, macht's gut und tschüss.